Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Rune Factory 5. Da wollte ich nicht hin, ich wollte. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß, das war bei so einer Brücke. Ich glaube, hier könnte das sein. Ich glaube, hier so. Also gehen wir einmal geradeaus und dann hier so runter. Oder war es das hier? Nee, da bestimmt nicht. Muss hier irgendwie so gewesen sein. Also erstmal geradeaus, bisschen Wasser. Ich bin auch im neuen Outfit. Und ja, Fuka haben wir noch nicht gratuliert. Ich weiß, ich denke aber dran. Ich habe es auf der Liste. Ich habe es auf der Liste. Keine Sorge. Bin der Meinung, da irgendwo muss es gewesen sein. Der Einzelne, der da ist. Da ist er. Nein! Boah, hoch, Manu! Sag dazu jetzt ja nichts. Ach, wieso hat das denn eben gerade bei der verdammten Fee funktioniert und bei dem jetzt nicht? Ich ärgere mich gerade nur minimal. So, Fuka, wo bist du? Was für ein schönes Wetter, fühlt sich toll an. Das glitzernde Eis sah so hübsch aus. Aber das Glitzern des Wassers im Teich finde ich noch hübscher. Für mich, du bist so lieb. Ja, ich weiß. Die warme Sonne lacht auf uns herab wie eine stolze Mutter auf ihre Kinder. Ihre Wärme legt sich um unseren Körper und Seelen. Das wirkt äußerst belebend. Ach, das ganze Eis auf dem Teich ist wie der morgendliche Nebel verschwunden. Geschieht sowas öfters? Oder ist hier in Rickbad etwas Seltsames passiert? Ah. Habe ich eigentlich noch Geld? Ja, ja. Hallo? Ich dachte, du machst um 12 auf. Wo steckt die? Da. Hallo, es ist so schön draußen. Meinst du, ich könnte für heute früh Schluss machen? Fukas Geburtstagsgeschenk war ein großer Fisch, den sie für mich gefangen hat. Ich habe ihn immerhin hübsch angerichtet, bevor ich ihn ihr zurückgeschenkt habe. Willkommen. Ich möchte ganz gern ein Rezeptbrot. Nee. Biskuitrolle. Gedämpftes Brot. Sternenkartoffelpulver. Eierschüssel. Apfelmarmelade. Na gut. Ich glaube, ich mache es folgendes. Ich gehe jetzt baden. In der Hoffnung, dass es mich nicht so viel kostet. Dann schnappe ich mir wieder den Oder und den Skinner. Yo. Grüß dich. Ich möchte ein Bad nehmen. Das macht dann 500. Ja, gut. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen Monster klopfen. Ja.
Danke, komm bald wieder. Yeah, ich bin voll. Ich bin mir manchmal nie so wirklich zu 100% sicher, wie das Ganze funktioniert. Das mit diesen ganzen Stufen. Da steht Werkzeug, Brot, Stufe 3 und ich kann es trotzdem nicht benutzen, weil ich zu wenig geschmiedet habe oder so. Es ist ganz kurios. Apropos kurios. So, wir gehen jetzt mal unsere zwei Boys hier einsammeln. Wir brauchen aber trotzdem noch irgendwas für Max. Ihr seid so ein Dreier gespannt. Genau. Skinner wirkt total motiviert. Ja, nee, nehme ich mit. So. Oder? Oder wirkt auch total motiviert. Ey, was hältst du vom Pinguin, Skinner? Wie wär's mit so einem Pinguin oder so? Ja. Oder eine Ente. Ich weiß auch nicht. So, nicht lang schnacken. Warte. Die nehme ich denn doch noch mit. Du bist gemein. Könntest du jetzt mal draufhauen, Mensch, Kinder? Kinder ist schon down. Au. Nein! Aber ich hab... Mann! Diese Kackfrösche! Oh! Glück, du fühlst dich bestimmt schon viel besser. Diesmal muss ich dir 13.447 abnehmen. Ah, das kannst du nicht alles zahlen. Na gut, dann nimm ich einfach, was du hast. Ich hasse euch. Ich hasse diese Klinik. Dass du performst, hallo? Oder hat er wohl wesentlich länger durchgehalten als du? Ach. Naja. Oder wirkt immer noch total motiviert. Kinder wirkt aber ein bisschen angeschlagen. Du kommst aber auch. Moment. Aber dass sie mir auch so viel, ne? So viel abziehen immer. Das ist barbarisch. Das ist so barbarisch einfach. Ja, du bist immer so ein krankes Opfer. Was denn? Was? Ich dachte, ich hätte jetzt hier
Event? Ach da. Oh my. Maika! Du hast mein kleines Mädchen jetzt schon zweimal gerettet. Ich weiß nicht, wie ich dir das jemals vergelten soll. Maika, du bist wirklich die Hirtin dieser Stadt. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ach, so viel habe ich gar nicht gemacht. Außerdem bin ich nur froh, dass es Ina nichts zugestoßen ist. Ina, konntest du schon mit deiner Mama reden? Nein, noch nicht. Über was denn? Warum sie überhaupt in den Wald gegangen ist? Ina. Ina, bist du aus einem bestimmten Grund allein in den Wald gegangen? Ja, also, ich wollte eine Blinknuss finden. Eine Blinknuss? Warum denn? Weil du geweint hast und ich wollte dich aufmuntern. Ich hab gedacht, wenn ich dir was ganz Schönes zeige, lächelst du wieder. Aber dann habe ich dich wütend gemacht. Ina. Ach wirklich? Ach Hina, meine süße kleine Hina. Siehst du, Hina ist so süß. Es tut mir leid, Liebling. Ich war so aufgewühlt, weil ich an Papa gedacht habe. Du hättest mich nicht so sehen dürfen. Und du wolltest ja nur, dass es mir wieder besser geht. Siehst du, Hina? Sie hat dich nicht ausgeschimpft, weil du böse warst. Wirklich, Mama? Du denkst nicht, dass ich ein böses Mädchen bin. Natürlich nicht, meine Süße. Ich will nur, dass du in Sicherheit bist. Und daher habe ich solche Angst bekommen. Wenn du etwas Gefährliches machen oder dir wehtun würdest, wüsste ich nicht, ob ich mir das jemals vergeben könnte. Ich schimpfe dich nicht gern aus, aber ich halte den Gedanken nicht aus, dass du in Gefahr sein könntest. Also, bist du nicht wütend geworden, weil ich böse war? Du bist wütend geworden, weil du mich lieb hast? Du hast mich wirklich lieb? Ja. Von ganzem Herzen. Du bist mein allergrößter Schatz. Mami. I'm so sorry. Ich wollte dir keine Angst machen. Mir tut es auch leid, Liebling. Ich hätte erst nachdenken sollen, bevor ich dich ausgeschimpft habe. Die hat gar nichts gemacht, aber ich sehe gut aus. Irgendwer hat ein Abo da gelassen. Ich kann aber nicht sagen, wer. Aber Dankeschön. Gut gemacht. Du hast nicht nur ein vermisstes Kind gefunden, sondern auch das Missverständnis geklärt, das diesen Vorfall überhaupt erst ausgelöst hat. Das ist genau die Art von Arbeit, die von einer Hüterin erwartet wird. Ich weiß nicht, dass ich eine Hüterin bin, hat nichts damit zu tun. Ich habe nur gemacht, was jeder andere auch getan hätte. Ehe du eine Hüterin wirst, musst du erst ein Mensch sein. Ein Mensch? Ja, jemand, den ich sehr respektiere, hat das einmal zu mir gesagt. Deine Taten veranschaulichen diesen Sinnspruch wunderbar. Heißt das, dass sie sich langsam für mich erwärmt? Hina wird vermisst. Ich mache mich sofort auf die Suche. Na gut, viel Glück, mich zu finden. Danke, überlass das mir. Ich. Moment, Hina. Was zum Kuckuck? Du bist ja schon wieder da. Oh Mann, erschreck mich doch nicht so. Bist du jetzt böse? Natürlich bin ich böse. Das heißt, dass du mich lieb hast. Was? Ich habe heute gelernt, dass Leute böse auf einen sind, wenn sie einen lieb haben. Nein, ich, ja. Also, das ist ganz anders. Bist du sicher? Lauf, Julian, lauf! Julian hat keine Ahnung, worauf er sich eingelassen hat. Lauf, Junge. Ey, wir könnten jetzt hier überall noch... Wieso hat die denn da schon wieder was? Und Ludmilla. Und, ich muss echt aufpassen, wo ich hinlaufe. Dann gehen wir mal zum Feuerdrachen. Vielleicht hat er ja sowas Schönes für uns. Moment, ich muss noch mal ganz kurz was gucken. 2400, das ist gut. Ich will eigentlich nur hier Sachen einsammeln. Weil theoretisch könnten wir hier auch noch Tiere, also Scheunen hinbauen und... Ich weiß gar nicht, wie die Leute das machen. Das ist mir schon wieder viel zu viel. Aber das ärgert mich so. Ach Mann, wir brauchen noch irgendwie so einen krassen Kämpfer, den ich als Kanonenfutter missbrauchen kann. Meldet sich wer freiwillig? Frag ja nur.
Ich meine, ihr werdet bestimmt auch hübsches Kanonenfutter. Irgendwie ein richtig starkes so. Hm. So wie der Neunschwänzige wäre auch ganz cool, aber das Problem ist, er will sich noch nicht so richtig zähmen lassen. Darüber müssen wir noch, über seine Arbeitseinstellung müssen wir noch reden. Ne? Der Ragnar, der will noch nicht so richtig. Das ist das Problem. Also es gibt tatsächlich einen Ninetales, also einen Fuchsgeist hier in dem Spiel, den man auch fangen kann und den man zähmen kann. Für den habe ich auch schon einen Namen. Aber der will sich nicht so von mir zähmen lassen. Das ist das Problem. Der hat da irgendwie gerade nicht so Bock drauf. Ne, das ist so. Da denkt er sich so. Nee. Kannst du machen? Ist aber blöd. Weißt du? Und ich brauche mal ein bisschen mehr Stein. Nicht immer nur Holz. Auch Stein wäre ganz geil. Quatsch, das wollte ich gar nicht. Hi, Ragnar. Kuscheln wir noch zu früh? Ich will aber! Du hast mir gar nichts zu sorgen. So. Wir machen jetzt Folgendes. Ich vergesse immer, wo ich hin muss, ne? In den Flüsterwald. Immer in den Flüsterwald Inneres. Da müsste ich doch eh einmal gegen den Boss kämpfen. War bis jetzt immer so? Ja. So, mein Freund, du, ich klatsch dir jetzt alle Kräuter, die ich habe. Gibt's jetzt auf den Nuss. Huch, wo soll denn? Ja, ja, komm her. Ich meine, der macht eh keinen Schaden. So. Komm schon, ich hab dich auch lieb. Der müsste doch eigentlich gut zu handeln sein. Kann doch nicht wahr sein. Go! So. Oh, ich nehme mal ganz kurz meine Runenfähigkeit wieder raus. Okay, das machen wir später. There.
Okay, du hast kein Ding mehr. Magst du vielleicht sowas? Nee, ich find's eine Kacke. Komm her hier! Komm noch her! Wieso hat er das ist so... Mann! Komm her, du! Jetzt nimm an! Geh doch! Stell dich nicht so an, Mann! Ich will dir doch nur was schenken! Lad auf das Ding! Ach, da fällt mir gerade was ein. Ich habe hier Abzeichen bekommen. Ja, eins. Autsch. Ich habe die Glocke nicht bei. Komm her, Junge. Das ist das Problem. Ich habe sie nicht bei. Der hasst mich so richtig. Komm, du hast schon alle meine Kräuter gekriegt. Jetzt sag doch mal hallo. Lass dich doch mal wenigstens einfangen. Ich hab den doch schon geherzt. Magst du Fisch? What for this? Komm, ich guck mal, ich hab dir auch den Hintern geputzt hier. Magst du einen Apfel? Dafür kannst du dich nochmal boxen. Mann! So. Dann halt nicht. Gib mir bloß nix. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich habe ja noch ein bisschen Energie. Also der Ninetales, der ist schon super, ne? Der ist schon so süß. Aber es funktioniert einfach nicht. Ich habe aber kein Tempura. Ich habe nur eine Glocke. Und wer sagt denn... Ist es denn zu 100%ig sicher, wenn ich jetzt die Glocke nehme? So. Komm, spawn mal ein bisschen mehr hier.
Wenn ich dir die Glocke gebe, dass du dann auch hundertprozentig in mir bist. Okay. Gehen wir mal. Bringt eh nichts mehr. Ich probiere das jetzt mit der Glocke. Wenn das mit der Glocke nicht funktioniert und du nicht mein Fuchs wirst, ne? Dann werden wir beide ein ernsthaftes Problem kriegen. Ich meine nur. Überleg dir das. Wenn ich die Glocke finde. Wo ist das Glöckchen? Ach, da. Weil so oft hast du die Glocke, ist die Glocke jetzt leider nicht gedroppt. Das ist das Problem. Aber ich weiß ja nicht, wie der Pura gemacht wird, weil ich habe das Rezept nicht. Ich weiß nicht, wo und bei wem. Ich weiß nicht, machen wir bei dem hier. Scheiße. Ich glaube, hier war das, ne? Ich weiß aber nicht, wie Tempura gemacht wird. Ich habe das Rezept auch nicht. Und solange ich das Rezept nicht habe, kann ich es leider nicht machen. Ich habe eine Udon, aber dafür fehlt mir das Mehl. Eierschüssel, okay. Erdbeermarmelade. Ich bin links aufgestiegen. Alles, was gegrillt werden muss. Oh, Pommes wären so geil. Jetzt Pommes wären richtig mega. Hätte ich jetzt echt Bock drauf. Ich werde mir wahrscheinlich gleich nochmal ein Sandwich machen müssen. Das ist nur Fisch. Ich finde das ein bisschen schade. Hier ist das so ein bisschen, wo ich sage, das ist jetzt nicht so cool. Dass man die Gegenstände nicht so richtig, nicht nebeneinander stellen kann. Weil ich fand, das finde ich zum Beispiel, fand ich in Uhren Factory Frontier wesentlich besser. Da hast du schon die fertige Küche gehabt. Und dann hast du einfach gemacht. Punkt. So, und dann hast du höchstens noch die Küche verbessert, aber die Küche an sich war schon fertig da. Und alles sah richtig gut aus. So. Es wäre so cool, wenn ich einfach den Ninetales noch mitnehmen könnte. Der hat bestimmt ein hohes Level.
Um 8 wird's abgeholt. Ich hab so viel Kram hier drin. Eieiei. Gute Frage, nächste Frage. Warte, lass mich überlegen. Lass mich gucken. Fangen bin ich schon Stufe 11. So. Essen Stufe 16. Schmieden, kochen. Kochen auf Stufe 26. Zehn Level mehr, bitte. Das heißt, ich muss kochen? Ich tue mich hier wirklich mit den Leveln wirklich sehr schwer. Ich würde auch ganz gerne eine bessere Waffe haben. Eine Waffe, die ein bisschen schneller ist als mein komischer, beknackter Hammer, aber das funktioniert leider nicht so. Ich hatte das Gefühl, das war so bei One Factory Frontier wesentlich einfacher. Das ganze Leveln, aber ich weiß nicht. Was weiß ich schon. Aber die Klinik ist halt hart, ne? Sei eine gute Frau und koch mir. Als würde nur die Frau kochen. Nice. Bist ja schon wie Oda. Ich hasse es zu kochen. Oh. Geht mir leider gerade mein Dings flöten. Ich habe auch Hunger. Yes. All right. Yes. Guckt euch das an, wie die hier arbeiten. Wunderbar. Ach, so eine halt so mit richtig krassen Skills. So. Ich brauche noch einen starken Kämpfer. Ja, komm her. Ich brauche nur einen, der so richtig so macht. Wo ist die Fee? Mann! Ah ja, ich muss ja Lilly noch abwischen. Ja.
Das Kochen ist aber immer so eine Sache, weil ich nie weiß, wo ich die Zutaten... Also ich kriege nicht so viele Zutaten her. Diva wirkt total motiviert. Ja. Das wollte ich nämlich nicht. Ich wollte eigentlich dahin. Also das Futter geht uns nicht aus. Die Angst, dass das Futter ausgehen könnte, ist so nicht vorhanden. Ist jetzt nur noch der hier drin? Ja, lol. Na, ihr zwei habt euch wieder erholt. Geht jetzt davon aus, dass ich jetzt oder den Arsch geputzt habe. Ihr seht nichts. Oder nimm mal deine dicke Kiste weg hier. Ach, was genau hier jetzt? Offenbar am oder am Arsch zu kleben. So. So, du brauchst noch eine. Hallo! Falsche Richtung! Da ist dein Ding! Kannst aber auch von mir nicht kochen erwarten. Na gut. Das kommt rein. Das kommt rein. Das behalten wir. Ah! Wo war die Milch und das Ei? Hier. Ich brauche echt eine ganz bestimmte Reihenfolge, ne? Sonst funktioniert das hier nicht. So. Da ich ja eh noch nicht kann, gehen wir in den Flüsterwald. Und probieren das jetzt nochmal mit Koks. Und wehe! Wehe! Wenn ich den jetzt nicht kriege, dann gnade euch Gott. Dann werde ich aber zickig. Ach, klar, ich bin direkt reingerannt. Ich hasse manchmal diese Steuerung. Ich sehe nichts. Komm, ich singe dir auch was. Ich hätte ganz gerne einen Skill, dass ich mich leichter mit denen anfreunden kann. Achso. Kriegst du noch mehr? Also Fisch magst du nicht. Was hältst du von gekochtem Kürbis? Nee, ich find's auch ungeil. Hier! Komm nochmal her hier. Ja, mach. Geh schlaf. Der will immer noch nicht. Das wird es wahrscheinlich sein. Ich habe jetzt tatsächlich meine Glocke.
Oh, und der droppt nix. Was brauche ich denn für ein verdammtes Fanglevel? Ich komme mit den Stufen einfach nicht klar. Wie war das geradeaus nur und dann am See entlang? Ich überlege gerade, wie kriege ich jetzt das eine Monster noch machen? Muss ich dem was zu essen geben? Ich will mich ja nicht mit den anfreunden, ich will ja nur fangen. Wo ist er denn? Habe ich jetzt die Quest nicht? Ich habe die Quest nicht mehr. Ich dachte, ich hätte jetzt noch die Quest. Macht, Hüterin. Das Hauptquartier sollte jetzt eine Zeit lang beschäftigt sein. Hier ist eine Belohnung. Hol dir die Runenfähigkeit, wünscht euch ab. Alright. Ja, super. Ja. Huch, da ist was. Halt, warte, wo ist das? Da unten, wieso ist da? Ich muss das jetzt ganz, ganz logisch machen. Ich muss einen Riesenumweg gehen. Weil ich habe jetzt keine Lust, das von Cecile zu triggern. Das komische Liebes-Event, heiß und innig. Nice. Ja. Und. Achso, die muss ich auch noch zu meinem Boy. Weil bevor ich dem den Verlobungsring gebe, dauert es noch was. Gehst du irgendwo hin? Grüß dich, Plaudern. Hey Maika, wie läuft's? Hallo, alles in Butter, danke der Nachfrage. Gut, gut. Wenn du irgendwas brauchst, dann gib mir ruhig Bescheid. Er ist jetzt 75, ne? Guck mal, du kriegst ja dann richtig knacke. Hä, für mich, danke. 75. Ey, ich wünschte, ich könnte ihn irgendwie anpinden. Das ist aber auch nur Stufe 9, ne? Damit habe ich einfach nichts. Wie viel macht denn Angriff? Lilly hat einen härteren Angriff als Oder. Lilly ist ein Tier. Aber Lilly ist auch Freundschaftslevel Schlag mich tot, ne? Level 12 und Oder ist erst 6. Wir nehmen die Lilly mit. Da kannst du aber einen drauf lassen. Wir nehmen jetzt die Lilly mit. Die boxt die alle weg. Ich sag's euch. Sag's euch, wie es ist.
Die hat ja auch schon das Kumpelfest gewonnen. Ich muss da rein oder ist das jetzt hier außen? Nee. Scheint innen drin zu sein. Irgendein Ausrufezeichen. Hi. Was machst du da, Reinhard? Meine Tasche reparieren. Sie hat letztens ein Loch gekriegt. Der Riss ist ja riesig. Kannst du dir da nicht einfach eine neue kaufen? Das wäre Verschwendung. Wenn ich sie ein bisschen pflege, kann ich sie immer noch benutzen. Ernsthaft, das hätte ich nicht erwartet. Was hättest du nicht erwartet? Naja, du bist doch ein Ritter. Starben die meisten Ritter nicht aus dem Adel? Leute aus der Oberschicht hätte ich jetzt nicht für so genügsam gehalten, weißt du? Adlig hin oder her, jede Familie hat einen anderen finanziellen Hintergrund. Ich selbst wurde in ein Haus geboren, das längst jegliche wirtschaftliche Stabilität verloren hat. Aha, du bist ein armer Adel. Offen gesagt, waren wir schrecklich mittellos. Bis ich von der Krone zum Ritter geschlagen wurde und königliche Unterstützung erhielt, hatten wir kaum genug zu essen. Klingt ziemlich hart. Es war hart, aber meine Eltern haben mich gewissenhaft großgezogen, damit nicht aus meinem Gemüt Not leiden musste. Es war immer ein Grundprinzip meiner Familie, Kaputtes zu reparieren und das Beste aus allem zu machen, was wir hatten. Also wenn du irgendwas reparieren musst, dann gib es mir und in diesem Sinne, verschwende bitte niemals Essen, das noch einen leeren Magen füllen könnte, ja? Oh ja, verstanden. War das jetzt ein Event? Nee, doch. Wo ist nach oben? Mein Favorit ist Murakumo tatsächlich. Ich habe abstimmen lassen und die Community hat sich für Murakumo entschieden. Also dem Dude aus dem Badezimmer. Aus der Badewelt. Wie geht's, Maika? Brauchst du etwas? Ich habe mich gefragt, wie es dir geht. Also dachte ich, ich schaue mal vorbei. Ach, meine Güte, du bist extra wegen mir gekommen. Das freut mich wirklich, danke. Hast du dich hier eingewöhnt, Beatrice? Yes. Ja, alle sind so unglaublich nett zu mir. Jeder Tag ist so schön. Freut mich, das zu hören. Das hat nichts damit zu tun, aber kennst du die Geschichte von dem großen Schwertkämpfer aus Rickbad? Ich glaube nicht. Erzählst du sie mir? Oh, bitte nicht. Es ist wirklich eine schöne Geschichte. Vor langer, langer Zeit, da lebte ein großer Schwertkämpfer, der überall hinreiste, wo seine Neugier ihn hinführte und sich nicht um Gefahren scherte. Seine Schwertfähigkeit war beispiellos. Manche Leute behaupten sogar, dass er mit einem Hieb den Himmel hätte spalten können. Eines Tages war der Schwertkämpfer leichtsinnig und wurde verletzt. Er schaffte es zurück nach Rickbad, wo er sich verarzten lassen wollte. Aber die Bewohner der Stadt waren von dem Unbekannten erst geschockt und beängstigt. Das überrascht mich überhaupt nicht. Ein verwundeter Fremder, der plötzlich mit einer Waffe auftaucht. Da ist man natürlich vorsichtig und fragt sich, was passiert ist. Während die Erwachsenen in der Stadt sich wegen dem Fremden sorgten, eilte eine Frau zu dem Schwertkämpfer. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang kümmerte sie sich aufopferungsvoll um ihn und schließlich war sein Leben gerettet. Der Mann wollte ihr danken und sie soll ihn um Geschichten von seinem Abenteuern gebeten haben, da sie die Stadt noch nie verlassen hatte. Und so erzählte er Geschichten, wie er durch die Welt in weit entfernten Ruinen gestreift war und uralte Schätze gefunden hatte. Von einem 7-tägigen Kampf mit einem Monster, das eine Stadt terrorisiert hatte. Von einem Gebäude, das wie in einem Traum golden funkelte. Andächtig lauschte die Frau den Geschichten des Mannes und schließlich verliebte sie sich Hals über Kopf in ihn. Und auch der Schwertkämpfer spürte, wie sein Herz schneller schlug, wenn er an den Mut und die Güte der Frau dachte. Hey Sam, wäre schön, dass du da bist. Es dauerte nicht lange, da wollten die beiden heiraten. Oh, ich weiß, wer die sind. Und so gab der Schwertkämpfer das Abenteuerleben auf, heiratete die Frau und ließ sich in Rickbad nieder. Nachdem er den Großteil seines Lebens Abenteuern nachgejagt hatte, legte er sein Schwert nieder und verbrachte den Rest seines Lebens mit seiner Frau. Ach, vielleicht war ihr Charme verlockender und unwiderstehlicher als die Abenteuer. Was für eine schöne Geschichte. Ja, das stimmt. Wer kann das schon sagen? Schließlich ist es lange her. Aber wenn es sie wirklich gab, war ihr Leben sicher voller Harmonie und Liebe. Ich liebe solche Geschichten, da wird mir ganz warm im Herz. Wenn ich mal das Glück habe, noch so eine schöne Geschichte zu hören, hoffe ich, dass ich sie dir wieder erzählen kann. Auf jeden Fall, ich freue mich schon. Samia, wie geht's dir denn? Wie hast du deinen Geburtstag verbracht?
Oh mein Gott, das ist unser Bäckerpärchen. Voll nice. Das ist unser Bäckerpärchen. So, passt auf. Wir holen uns jetzt die Lilly, wir holen uns den Skinner und den Oder. Und dann gehen wir nochmal in den einen Dungeon. Ich meine, ich habe eh kein Geld. Und wenn ich nur wenigstens eins weiterkomme, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wenigstens ein weiter. Lilly, komm mal mit. Lilly wirkt total motiviert. Ich nehme dich mit. Auf geht's. Ich hoffe, ich kann alle drei mitnehmen. Ich hatte Besuch von meiner Mutter und tatsächlich habe ich einfach den Geburtstag vergammelt. Meinen Geburtstag umgegammelt. Es fing zwar ein bisschen fies an, aber sonst, wir haben mir die Haare gefärbt, wir haben zu essen bestellt und ja, ich habe ein bisschen Spyro gespielt. Also war eigentlich ganz nice. Aber mir geht's ganz gut. So, vorsichtshalber wollen wir mal die mitnehmen. Wir wissen nicht, wozu sie brauchen. Komm, Lilly. Wir boxen die jetzt hier. Attacke! Okay. Seht euch das an! Ich weiß nicht, wer es abkriegt, aber... Irgendwer hat's. Na gut. So, ihr Süßen. Attacke, bin hier. Skinner kriegt gleich weg auf den Nuss. Man kennt's. Genau, ist schon down. Jetzt mach! Genau. Hallo. Ja gut, dann halt nicht. Oh, fuck. Au. Ja, danke. Ihr macht das schon. Na, geht's? Kinder wird jetzt mitgeschleift. Wo ist Lilly? Ja, mit denen, den schaffe ich so. So, guck mal, das ist auch relativ geradlinig so. Oder es war auch gleich down, aber das ist egal. Ist durch? Ich muss was essen. Da ich vergiftet bin, krieg ich echt eins auf den Sack. Die Vergiftung mal aufhören. Grünfix plus. Ich sehe gar nichts. Die sind schon einfach im Nebenraum.
So, Oda hat jetzt auch einen Abflug gemacht. Das ist, ja, okay. So, jetzt muss ich aber ganz kurz gucken. Andere Richtung hier lang. Irgendwas Gutes drin? Milch! Was soll ich denn mit Milch? Warte mal. Warte, so. Hier geht's nicht weiter. Okay, dann müssen wir jetzt hier lang. Oh, je, je. Aha. Oh, je, je, das hat mich jetzt aber dran gekriegt. Lilly, hilf mir. Ich möchte nur sagen, Jungs. Tatsächlich ist das gar nicht so kompliziert. Ich stelle mich nur dumm an. Waha, ich stirb gleich. Tatsächlich ist das gar nicht so dumm. So kompliziert, also es geht. Ja, das ist wirklich so, ne? Aber es ist halt Farming. Du kennst ja bestimmt diese ganz normalen Harvest Moon Spiele. Das ist im Prinzip genauso. Das heißt, ich kann jemanden heiraten, ich kann Kinder kriegen. Aber das hat halt auch Dungeons und eine etwas nicht tiefere Story. Aber halt eine Story. Ich würde mir echt wünschen, tatsächlich. So, jetzt muss ich gucken, wo ich lang muss. Wenn ich hier runtergehe. Ey, Jungs, ich will ja nichts sagen, ne? Aber die Lilly, die hält sich wesentlich besser. Ich sehe gerade gar nichts. Wo ist. So, das Ding bewegt sich schon. Wo ist denn hier einer? Okay. Nein, jetzt hat es auch Lilly erwischt. Oh, mich auch. Aber wir sind super weit gekommen. Oh, meine Güte, wie weit wir gekommen sind. Und das nur dank Lilly. Lilly ist die Kampfsau schlechthin. So. Puh, ein Glück. Du fühlst dich bestimmt schon besser. Diesmal am Pferd. Nimm doch. Ich hab eh nicht so viel. Nimm doch. Ist mir doch egal. Aber wir müssen, das müssen wir mal darauf achten. Gegengifte mitnehmen. Weil ich werde da anscheinend sehr oft vergiftet. Lilly kann. Lilly ist das Schaf, ne? Das wollte ich nur mal erwähnt haben. Lilly ist ein Schaf. Und die boxt sie alle weg. Lilly ist ein krasses, mega Schaf. Skinner wirkt total motiviert, kann aber jetzt erstmal in den Stall. Oder wirkt angeschlagen, kann auch in den Stall. Gut, sie ist gerade ein bisschen nackig, weil ich sie geschoren habe, aber. Wir brauchen halt noch.
Wir bräuchten halt noch, vielleicht noch so ein Monster. Ja, ich habe sie geschoren, weißt du, dann ist er halt ein bisschen nackig. Dann läuft er halt ein bisschen nackig rum. Aber es läuft. Ah, oh, so gut. Ach, Lilly, ich liebe dich. Lilly ist die Beste. Lass mich überlegen, was kann ich denn jetzt hier reinschmeißen? Pflanzenstiel würde ich jetzt nicht grün fix. Ich habe tatsächlich nicht mehr so viel, ne, zu essen hier drin. Das finde ich halt so ein bisschen schwierig bei diesem Spiel. Das Spiel macht es einem gefühlt gerade so ein bisschen sehr schwierig, Steine. Ja, was heißt schwierig? Ich kann Steine sammeln gehen. Geld zu machen. Weil dadurch, dass du, wenn du wirklich in den Dungeon verreckst und dann im Krankenhaus landest, die nehmen dir so viel Geld ab immer. Das ist so unfair. Das ist so unfair einfach. Weil ich würde ganz gern Gebäude verbessern. Dazu brauche ich 300 Stein und 300 Holz. Aber 50.000 G. Und die sind jetzt auch nicht so schnell gemacht, weil da müsste ich wirklich aufhören, in den Dungeon zu gehen und einfach mal konsequent sparen. Das werde ich auch machen, sobald ich die 300 Holz und die 300 Stein zusammen habe. Samwer, möchtest du auch ein Tier sein? Ich kann vielleicht nur nicht den Ragnar kriegen, aber wenn du sagst, du möchtest auch ein Tier sein, dann hole ich dich gern dazu. Und ich denke, die Tiere werden auch stärker, je enger die Freundschaft ist. Und weil Lilly eins meiner ersten Tiere war, ist sie natürlich vom Level her wesentlich weiter oben, ne? Das muss man dazu sagen. Ich kann dir gerne über Discord dann eine Liste schicken mit den ganzen Tieren. Wir haben noch einen Wolf übrig. Also ein Wolf noch, der Dreamy heißen soll. Das habe ich mir aufgeschrieben. So ist es nicht. Aber bis jetzt habe ich halt nur diesen einen silbernen Wolf. Und ich möchte ganz gern, wenn schon, mehrere Tiere von der gleichen Sorte, dann aber unterschiedliche Tiere. Ne? Also nicht jetzt zwei silberne Wölfe oder zwei silberne Greife oder so. Das finde ich dann doch ein bisschen doof. Es gibt zum Beispiel noch Pinguine und Enten und irgendwelche Slimes. So, wie viel Stein habe ich? Das kann ich ja so schon wieder nicht sehen. Hier spawnen auch die Sachen einfach ganz komisch. Naja, du kannst auch Kühe zum Beispiel haben, so verschiedene Büffel, die dir unterschiedliche Milch geben. Du kannst verschiedene Hühner haben. Zum Beispiel gibt es noch, Lilly ist ja ein weibliches Schaf, ne? Es gibt zum Beispiel auch noch ein männliches Schaf. Ohne Schleifchen. Lilly ist halt so leicht pink angehaucht. Okay. Ich will jetzt nicht das Event machen. Ich will nur... Oh. Ja.
Ich mit meiner super Maske, ne? Ja, habe ich gesehen, dass wenn wollte jetzt viel, habe ich mir auch schon gekauft, aber noch nicht angespielt. Du siehst müde aus, vielleicht sollten wir eine Pause machen. Die macht doch gar nichts, Skyle. Hast du das schon ausprobiert? Das hast du gesehen? Ja, schon irgendwie. Aber wie peinlich, ich kann es kaum im Dienst gähnen. Ist doch nicht so schlimm, immerhin bist du nicht eingeschlafen. Das ist keine Entschuldigung. Eine Hüterin muss selbst diszipliniert sein, um andere Disziplinen beibringen zu können. Jemand, den ich sehr respektiere, hat mich das gelehrt. Hast du diese Person schon... Du hast diese Person schon mal erwähnt. Darf ich fragen, wie du meinst? Meinen Vater. Dein Vater ist ein Hüter? Yes. Ganz genau. Er ist auch der Grund, weswegen ich Seed beigetreten bin. Kurz nach dem Untergang des Zyx-Imperiums stellte mein Vater eine Stadtwache zusammen, um in der Region wieder Ordnung herzustellen. Als Seed gegründet wurde, trat er sofort bei. Wow, er scheint wirklich ein anständiger Mann zu sein. Ja, ich habe großen Respekt vor ihm, sowohl als Tochter als auch als Hüterin. Vater ist sehr... Selbst in meiner Kindheit war ich bereits stolz auf seinen Dienst an der Gemeinschaft. Ich wollte immer wie er sein. Dank ihm wurde es mein Traum, Seed beizutreten. Und jetzt stehe ich hier und gehe im Dienst. Ich habe den Verdacht, dass ich in deiner Gesellschaft meinen Biss verliere. Es war alles einfacher, als es nur Hauptmann Livia und mich gab. Ich konnte mich konzentrieren, da ich wusste, dass alles an meinem Einsatz hing. Vielleicht ist es mehr Fluch als Segen, eine verlässliche Partnerin zu haben. Entschuldigung. Hast du auch schon Babys gekriegt? In dem Spiel? Ich finde das so gut, dass sie das jetzt mit reingebracht haben. Was brauchst du heute? Um welches willst du dich als erstes kümmern? Komm, wir probieren das mal, das hier. Porus, Wald in nordwestlichen. Alles klar, dann zurück zur Arbeit. Fußwald. Ach Mann. Was ist denn jetzt nordwestlich hier oder was? So, nie ohne Seife waschen hier. Wenn ich aus dem Osten komme, dann könnte ich doch hier so lang gucken. Aber ist das neue DLC gut? Ich habe es jetzt nur auf gut Glück gekauft, ne? Das ist so komisch, nordwestlich. Das sind so manchmal so... Da hinten auf jeden Fall nicht. Das sind so Angaben, wo ich mir so denke, die können mich ja verletzen. Wisst ihr? Kann auch so Riesenhühnchen... Ey, lass mich doch mal durch. Nordwestlich. Nee, wenn sie ja schon da rauskommen, dann kann es ja nicht sein. Okay, also lohnt sich auf jeden Fall zu spielen. Naja, dann werde ich mir das auch mal bei Zeiten zu Gemüte führen. Mir ist heute was ganz Blödes passiert. Ich habe Two-Point aufgenommen, ne? Und dann musste ich halt nochmal Offscreen ein bisschen aufnehmen, weil da so wieder so eine Aufgabe war, wo ich nicht weitergekommen bin. Wo ich gesagt habe, okay, das mache ich dann Offscreen, damit man als Zuschauer sich nicht so langweilt. Und dann wollte ich das... Den kurz spielen und ich habe ganz vergessen, dass Xeno über meinen Account gerade
Dorfromantik-Spiel und habe ihn aus Versehen rausgeschmissen. Tat mir leid. Tat mir schon ein bisschen leid, ich schwöre. Was ist denn jetzt nordwestlich? Vielleicht in dem grünen Wirbel. Oder da in diesem Dings drin. Nee, da kommen schon zu viele. Ja, das sind die männlichen Schafe. Ja, genau, schmeiß. Können wir alle gebrauchen. In nordwestliche. Eichhörnchen. Da habe ich ein bisschen gelacht. Ach nee, da muss ich ja hoch so. Guck gerade ein bisschen falsch. Vielleicht ist es der in der Mitte. Also wenn es jetzt nicht der oben ist, dann gucke ich mal. Also den gucke ich nicht, wo er sein könnte. Da ist ein Feen. Nee, das ist er auch nicht. Ach, meine. Also hier sind Pilze. G erhalten. Ja, ich bin ja. Den gehen wir nach Hause. Was ist denn das für eine Aufgabe? Ja, da macht schon ein bisschen was mit bei mir, ne? Ich weiß. So, wir gehen jetzt mal schlafen. Ist schon spät genug. Gucken uns den Herbst an. Was haben wir hier? Handwerkswettbewerb. Okay. Valentinstag. Herbstfest. White Day. Ich finde es schade, dass da nicht steht, was sie machen. Ich will nur ganz kurz gucken, wie die Musik ist. Oh, das ist aber eine schöne Musik. Oh, guckt euch das an. Ja, ne? Finde ich voll gut. Aber ich speichere jetzt hier ab. Ich sag auf jeden Fall... Oh, hoppala. Sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich finde es so gut, dass wir weitergekommen sind. Wir sind sehr gut in dem Dungeon vorangekommen. Und das machen wir beim nächsten Mal wieder. Dann werde ich einfach so durchrennen, in der Hoffnung, dass die Jungs und Mädels sich dann nicht so andütschen lassen. Und wir so ein bisschen weiterkommen. Genau. Ich hoffe mal, dass wir mit Murakumo... Mit Murakumo ist so ein bisschen, ne? Der will noch nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nie, wie man das so machen kann. Ne, der fehlt ja nur noch. Und man sieht ja schon 80, ne? Das heißt, es fehlt nicht mehr so viel. Dann haben wir schon das 7. Herz und so. Hier finde ich das gut, dass man das wirklich sehen kann. Wie weit wir bei einem sind und wie viel zum nächsten Herz fehlt. Das finde ich halt ziemlich schön. Bei Ludmilla. Also Ludmilla ist ja meine heimliche Favoritin, ne? Aber ich muss euch sagen, die ist so krass, die Frau. Die ist so mega badass. Also nicht badass, aber die ist halt, wie soll ich sagen? Die ist halt cool einfach. Die ist so, die ist ein Succubus und die liebt einfach Schmerzen und findet alles geil, was ich mache. Und die ist voll verknallt in mich. Finde ich voll gut. Aber okay. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.